Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute gibt es wieder ein paar Rezepte für euch. Im heutigen Video stelle ich euch einige Dressings für Salate vor, die ich mir hin und wieder gern selbst zubereite. Zwei dieser Dressings sind auch für die schleimfreie Heilkost geeignet. Sie sind fettfrei. Für die Dressings verwende ich entweder einen Hochleistungsmixer, wir haben bei uns in der Küche den Vitamix stehen, oder den kleineren Mixer Foodmatic. Mit dem Hochleistungsmixer, mit dem Vitamix, kann man größere Mengen an Dressings mixen. Ich mixe damit zum Beispiel für meine Jungs aktuell auch gerne Bananeneis aus gefrorenen reifen Bananenstücken oder eine große Portion Fruchtshake. Mit dem Foodmatic kann ich dann eher kleinere Portionen Dressing mixen. Zudem mahle ich mit ihm auch gerne Nüsse oder Leinsamen. Also es gibt da verschiedene Verwendungsmöglichkeiten für die beiden Mixer. Ich verlinke euch unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar den Foodmatic und den Vitamix. Jetzt geht's los mit einigen Dressing-Rezepten. Das folgende Dressing besteht aus zwei Zutaten. Das sind so die Basiszutaten. Ich verwende eine reife Mango und zwei rote Spitzpaprika. Dafür schäle ich die Mango, schneide sie in kleinere Stücke. Die Paprika wasche ich, entkerne auch die Paprika, schneide sie auch in gröbere Stücke und dann kommt alles in einen Mixer. Das ist eine schöne reife Mango. Sie hat ein paar Fasern, das könnt ihr vielleicht erkennen, aber für dieses Dressing ist das nicht so von Relevanz, ob die Mangos Fasern haben oder nicht, weil das Ganze ja schön durchgemixt wird. Je nachdem, wie die Konsistenz dieses Dressings bevorzugt wird, kann man da jetzt noch ein bisschen Wasser dazu geben oder man lässt das Wasser weg, wenn man es etwas dicker mag. So sieht das Dressing dann aus. Bei mir ist es ein bisschen dicker, wie schon erwähnt, wer es gern flüssiger mag, der gibt einfach noch ein bisschen Wasser dazu. Die Basiszutaten sind Mango und Paprika. Diese könnt ihr um weitere Zutaten ergänzen. Ihr könnt zum Beispiel das Ganze auch mit etwas Zitronen- oder Limettensaft mixen oder mit einer Knoblauchzehe oder mit gemischten Kräutern oder etwas Salz. Oder ihr mixt alle vier extra Zutaten mit Mango und Paprika und erhaltet ein leckeres, fruchtiges, fettfreies Dressing. Dieses Dressing passt vor allem gut zu grünen Salaten. Also ihr könnt da Kopfsalate mischen mit Eisbergsalat, auch ein bisschen Radicchio dazu oder auch Rucola, Feldsalat, eine schöne grüne Mischung. Dazu noch ein paar grüne Sprossen wie Kresse oder Brokkoli oder auch ein bisschen was Scharfes, Rettich. Ihr könnt vielleicht auch noch ein bisschen Löwenzahn reinschneiden, also ein bisschen Wildgrün. Und dann gebt ihr dieses leckere, fruchtige Dressing dazu. Das sind die Zutaten für ein weiteres fettfreies Dressing. Dazu benötigen wir eine Stange Sellerie, eine Orange und 7 getrocknete Tomaten. Die Orange werde ich jetzt halbieren und auspressen und die Tomatenstücke ca. eine Stunde darin einweichen. Die Einweichzeit ist herum und jetzt wird alles im Hochleistungsmixer gemixt, die kleingeschnittene Selleriestange und die eingeweichten Tomaten. Wer dieses Dressing etwas flüssiger mag, der gibt einfach noch den Saft einer Orange dazu. Ich gebe jetzt auch noch in den Mixbecher den Saft einer Orange, damit sich das Ganze besser mixen lässt bei so einer kleinen Menge. Dann greift das Mixmesser nicht so gut, aber mit ein bisschen Flüssigkeit geht das dann besser. Dieses fettfreie Dressing aus Stangensellerie, Orangensaft und Tomaten könnt ihr noch mit Kräutern verfeinern und wenn ihr mögt, auch etwas Salz dazugeben. Das nächste Dressing mixe ich auf Basis von geschälten Hanfsamen. Für dieses Dressing benötigt ihr ca. 50 Gramm geschälte Hanfsamen. Ein Teelöffel Senf, das ist ein mittelscharfer Senf, dann ca. ein Esslöffel Dill, den habe ich noch ein bisschen kleiner gezupft, einen halben Teelöffel Salz und hier habe ich so ca. 150 bis 180 Milliliter Wasser. Es kommt auch immer darauf an, ob ihr dieses Dressing etwas flüssiger oder etwas dicker mögt. Diese Zutaten gebe ich jetzt in meinen Foodmatic und mixe alles gut durch. Fertig ist das Hanf-Dill-Senf-Dressing.
Dieses passt sehr gut zu grünen Salaten mit Gemüse, Früchten und Sprossen. Für das nächste Dressing benötigt ihr 2 Esslöffel weißes Mandelmus, 1 bis 2 Knoblauchzehen, ich habe jetzt hier eine größere Knoblauchzehe, dann 2 Teelöffel Zitronensaft, ich habe noch 2 Teelöffel gefrorene Kräuter, das ist so eine 8-Kräuter-Mischung, dann habe ich einen halben Teelöffel Salz und ca. 150 bis 180 Milliliter Wasser. Die Menge des Wassers richtet sich auch danach, wie dick oder flüssig ihr dieses Dressing mögt. Ich gebe wieder alle Zutaten in den Glasbehälter des Foodmatic und mixe alles gründlich durch. Fertig ist das Mandel-Knoblauch-Dressing. Ihr könnt die Zutaten dieses Mandeldressings auch variieren. Ihr könnt zum Beispiel andere Kräuter verwenden, nur Schnittlauch, nur Dill oder auch verschiedene Wildkräuter etwas klein hacken und mitmixen. Ihr könnt mehr Salz verwenden, weniger Salz, vielleicht auch noch ein bisschen Pfeffer dazu. Und bei der Hinzugabe des Wassers möchte ich noch hinzufügen, lieber erstmal ein bisschen weniger nehmen, weil dieses Dressing schnell dann zu flüssig wird. Ihr könnt aber, wenn ihr das dann ein bisschen dicker haben möchtet, auch noch mehr Mandelmus dazugeben. Also fangt erstmal mit ein bisschen weniger Wasser an und falls es euch zu dick erscheint, könnt ihr das Ganze noch ein bisschen mit Wasser verflüssigen. Dieses Dressing eignet sich auch sehr gut für grüne Salate mit Kräutern und Sprossen. Wenn ihr dieses Dressing sehr dick mixt, also mit viel weniger Wasser, dann habt ihr auch einen tollen Mandel-Knoblauch-Dip. Das ist ein ganz einfacher grüner Salat, der besteht aus Eisbergsalat, Kopfsalat, Radieschensprossen und dann habe ich jetzt noch ein bisschen Mandel-Knoblauch-Dressing dazugegeben und vermischt. Die Zutaten für diese Dressings könnt ihr in einem Supermarkt oder einem Biomarkt Bioladen finden. Ich persönlich bestelle den Stangsellerie bei Delicado 48 in Spanien. Das ist ein kleines Familienunternehmen in Andalusien, da habe ich auch einige Videos schon dazu gemacht. Da bin ich auch ganz zufrieden mit der Qualität des Stangensellerie. Reife Mangos und getrocknete Tomaten, die ungesalzt sind und die auch schonend getrocknet sind, beziehe ich über Jurassic Food. Ich setze euch unter dieses Video bzw. in den ersten Kommentar auch einen Link zu Jurassic Food. Für alle Erstbesteller gibt es auch 10% auf den Warenkorb. Geschälte Hanfsamen bestelle ich gern in größeren Mengen bei Süß und Clever. Dort gibt es auch verschiedenste Trockenfrüchte, Nüsse und keimfähige Samen. Wenn ihr euch dafür interessiert, ihr findet den Link von Süß und Clever auch unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Auch bei Süß und Clever gibt es 10% Rabatt auf den ersten Einkauf. Das war's von mir. Ich hoffe, ihr konntet euch einige Inspirationen aus diesem Video mitnehmen. Ich wünsche euch noch eine wundervolle Zeit, ihr Lieben. Lasst es euch gut gehen. Bis ganz bald.